Da wäre noch ein extra Zimmer, aber das brauchen wir ja nicht. Noch ein Heimsuchtplatz. Aber ich dachte auch noch ein Klo. Boah, wir haben drei Klos. Drei? Da werden wir schlafen. Kathi schläft da. Ich schlaf da. Auch nochmal ein Badezimmer mit Dusche. Da hätten wir einen kleinen Balkon. Das ist jetzt unser Strand bei der Villa Cordia auf Mahe. Dafür, dass Samstag ist, also ich glaube mehr los als unter der Woche, ist auf der Seite voll okay. Da wo wir herkommen, ein bisschen mehr. Unser neuer Heimatstrand ist sehr schön, sind positiv überrascht. Wir können jetzt noch ein bisschen hier die Zeit verbringen und dann werden wir eh heimgehen, vielleicht auch in den Supermarkt. Wir sind schon ziemlich müde. Ich glaube, man sieht, wir sind beide etwas verbrannt. Es geht einfach nicht anders. Ja. Wir werden uns morgen vielleicht irgendwas raussuchen, was eher schattig ist. Aber mal schauen. Heute sind wir schon ziemlich erledigt, werden wir nichts mehr machen außer einkaufen. Wir freuen uns schon aufs Bett, ein bisschen entspannen und dann, damit wir morgen wieder fit sind. Oder tiefe Sand hier. Was hast du jetzt mitgebracht? Zwei Schnorchelsets. Zwei Schnorchelsets? Hm. Wir gönnen uns da gerade Burger mit einer kleinen Portion Pommes. Schauen wir mal, wie es schmecken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die zu basteln. Aber ich glaube, die schmecken hervorragend. Das Schnorcheln wird immer mehr und mehr zu einem coolen Hobby für mich. Ich bin eigentlich überhaupt kein guter Schwimmer, aber da weiß ich nicht, kriege ich immer mehr und mehr Selbstbewusstsein und man kann sich langsam rantasten. Wirklich, wirklich cool. Ich glaube, es ist kurz vor sechs. Wir haben heute jetzt eine kleine Mission vor uns, weil wir wollen oder wir würden gerne mal einen Sonnenaufgang sehen. Und deswegen gehen wir jetzt zu unserem Strand runter und schauen, ob wir den Aufgang sehen werden. Wie man sieht, es ist noch relativ dunkel. Fast gescheitert.
aber wir haben es gemeistert. Wie es ausschaut, haben wir Kokosnüsse bekommen. Wir haben es mir Zeit, um so Auto zum Rauben. Nein, bin ich wohl lieb. Aber irgendwie viel fasziniert. Ich weiß nicht, ob man es im Video so gut sieht. Das ist ein ordentliches Spinnennetz hier. Da ist eine große. Und da ist die kleine Schwester. Fast falsch gegangen. Das ist so einladend. Aber hier ist der Beach Stone. Das heißt, hier geht's rein. Halb so wild. Ja, jetzt wird's lustig. Ja, ich sehe den Strand schon. Mhm. Aber ich vermute, wir sind nicht die einzigen hier. Wow. Ja. Das ist traumhaft. Und wir sind die Einzigen.
Die Mühe hat sich ausgezahlt. Ich weiß nicht, ob wir meine Versuche vorher einblenden oder nachher, aber es hat ziemlich lang gedauert. Ich werde jetzt versuchen zu öffnen. Ich probiere es einmal auf die rabiate Art. Ja, es tut sich was. Ist leider nicht spitz genug. Aber es kommt schon, oder? Irgendwas löst sich schon. Der erste Schritt von vielen. Da sieht man schon. Ist aber noch eine Junge. Interessieren würde, ob das mit Steinen vielleicht geht. Bewegt sich zu viel. Da ist schon ein Schlitz drinnen. Oh, das ist harte Arbeit. Vor allem, wenn man es falsch macht. Das ist jetzt die Frage, ob wir die einfach aufmachen sollen. Ja, da kommt schon was. Denkbar schlecht gebrochen. Ah, es kommt, es rinnt schon. Rinnt. Ui, boah, geil. Nur viel. Und viel Fleisch. Boah, 1A Fruchtfleisch, wow. Kosten wir es gleich? Sicher. Gut. Sanft. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr gut, also frisch. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die so viel Fleisch sind. Und es war eigentlich auch relativ viel Wasser drinnen, oder? Wir haben viel sehr verschüttet viel. Leider, weil es blöd drauf ist, aber wow. Urgut. Ein bisschen Wasser ist noch drinnen, schmeckt köstlich. Noch mehr Fruchtfleisch, ein bisschen kleiner. Aber die Kalorien brauche ich heute sogar. Also irgendwie fehlt mir das Frühstück. Das ist der seychellische Lollipop. Ja, ich sehe Schwatten im Ding drinnen. Nix? Da draußen irgendwo schwimmt eine Glasflasche. Keine Flaschenpost. Schade. Weil man Wasser drin sieht. Also okay. Vielleicht ist es undicht. Vielleicht kommt sie ans Ufer, dann können wir ja schauen. Ah! Ah, leider leer. Schneller als gedacht ist sie gekommen. Aber leider nichts drin. Nee.
Aber den Strand aufgeräumt. Ja. Ein schöner halber Tag am Strand geht zu Ende. Wir packen jetzt zusammen. Der Hunger kommt schon langsam. Ich glaube, wir haben jetzt 20 Minuten, wenn es hochkommt, eher 15 Minuten zum Auto. Dann werden wir entweder heimfahren, was kochen. Oder zum nächsten Takeaway. Ich glaube eher kochen. Ich glaube auch, weil das muss eh weg. Das heißt, wir werden heimfahren, kochen uns was Gutes. Vielleicht noch zu unserem Heimstrand dann wieder. Mhm. Relaxen, letzten Abend genießen in der Villa. Und ja, das war's dann eh schon wieder für heute. Die Zeit verfliegt. Das Wasser schaut doch ruhig aus. Mhm. Ja, ist ein bisschen belebter. Ja, das ist ein bisschen belebter. Ist jetzt unser letztes Stranderlebnis, würde ich fast behaupten. Wir haben 17.30 Uhr, sind jetzt bei unserer ehemaligen Unterkunft und da können wir dann auch duschen und uns refreshen, also sehr praktisch. Dann geht es eh nur noch 20 Minuten zum Flughafen. 2 Stunden haben wir jetzt noch, was wir irgendwie da verbringen müssen. Ist jetzt keine Qual, aber es könnte dann langsam schon weitergehen. Wir sind beide ein bisschen traurig, dass der Urlaub jetzt doch schon zu Ende ist. Aber wir freuen uns auch wieder riesig auf daheim und auf unseren kleinen Hund, die Frieda. Und ja, wir genießen die Zeit jetzt noch. Und um 23 Uhr geht dann der Flieger.